Dann könnten wir mit der Tagesordnung starten. Ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 30, Antrag Aktuelle Stunde, Fraktion der SPD. Der hessische Innenminister muss dringend einen neuen, souveränen und deeskalierenden Ansatz für einen Umgang mit Frankfurter Fußballfans finden, mit danach dem Dringlichen Antrag 20260. Es beginnt der Kollege Günter Rudolph, SPD-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Für Eintracht Frankfurt läuft es sportlich gut. Glückwunsch an die hessische Mannschaft. Trotzdem ist sie arg gebeutelt, meine sehr verehrten Damen und Herren. Worum geht's? Worum geht es? Letzte Woche Donnerstag bzw. Mittwochabend hat der Präsident von Eintracht Frankfurt gesagt, wenn ich sage, dass das Stadion brennt, dann brennt das morgen etc. geht weiter. Diese Aussagen haben zu Diskussionen geführt. Sie haben dazu geführt, dass der hessische Innenminister augenscheinlich veranlasst hat, dass ein Durchsuchungsbeschluss des Amtsgerichts Frankfurt veranlasst wird, in dem nach Medienberichten der Name Fischer allerdings nicht erwähnt wird, nur aufgrund von Polizeierkenntnissen, dass Pyrotechnik am nächsten Tag beim Europa-League-Spiel eingesetzt sei. Das hätten szenekundige Beamte so ausgesagt, die Lage so eingeschätzt. Herr Fischer hat am Donnerstagmorgen in HR Info seine Aussage wie folgt zurechtgerückt. Mit Brennen ist nicht Pyro gemeint, da darf nichts passieren, das weiß jeder. Meine sehr verehrten Damen und Herren, dann hat die Durchsuchung vor dem Spiel stattgefunden. Es kam zu Eskalationen, sogar zu tätlichen Auseinandersetzungen. Es wurde nichts gefunden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, Herr Innenminister Beuth, Sie müssen belegen, wenn nicht hier und heute, wenn Sie das nicht wollen, wir werden Mittel und Wege der parlamentarischen Arbeit finden, darzulegen, warum tatsächlich eine Gefahr davon angeblich ausgegangen ist. Warum, Herr Innenminister Beuth, ist es nicht möglich, dass Sie zum Telefonhörer am Mittwochabend greifen, Herrn Fischer anrufen und sagen, was meinen Sie eigentlich? Wollen Sie tatsächlich, dass ein Stadion brennt? Das wäre das der Normalste auf der Welt gewesen, zu sagen, Herr Fischer, wir haben beide ein Interesse daran, dass das Fußballspiel friedlich stattfindet, die Fans wieder vernünftig nach Hause kommen können. Das hätten Sie machen müssen. Das gehört auch zur Deeskalation. Sie haben mit Ihrem Verhalten, und dafür sind Sie als der hessische Innenminister verantwortlich und niemand anders, Sie sind davon ausgegangen, dass die Aussagen von Herrn Fischer, die wir auch nicht teilen, zu einem, ja, wie soll ich sagen, dass daraus ein massiver Einsatz von Pyrotechnik abgeleitet wird. Das ist schon eine gewagte Konstruktion und kann schon möglicherweise sogar eine Verkennung der tatsächlichen Tatsachen sein. Da fragen wir uns natürlich, Herr Innenminister, warum? Dann lassen Sie ein Banner entfernen, das wahrscheinlich einen beleidigenden Tatbestand erhält. Das müssen dann die zuständigen Verfolgungsbehörden prüfen. Herr Innenminister, ich frage Sie, sagen Sie dem Landtag, das ist ja ein Antragsdelikt, Beleidigung, haben Sie schon Strafanzeige gestellt? Weil das wäre die logische Konsequenz, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und die Frage der Beweissicherung, indem ich dieses Banner fotografiere und den Inhalt sicherstellen, geht auch anders als mit einem Polizeieinsatz. Weil es geht auch darum, dass der Rechtsstaat, das ist ein Kernelement, immer die Verhältnismäßigkeit der Mittel zu beachten und einzusetzen hat, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Übrigen erinnere ich Sie daran, es gab auch Demonstrationen, Veranstaltungen in Hessen, wo auch Banner getragen wurden mit strafrelevanten Inhalten. Da ist die Polizei nicht eingeschritten, aus Abwägungsgründen. Ich könnte Ihnen die Fälle nennen, weil entweder nicht genügend Polizeibeamte da waren, das Risiko für Polizeibeamte, da reinzugehen, zu hoch war. Und auch da gilt der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit. Hier geht es nicht darum, ob ein Innenminister Privatfäden mit Fans und Eintracht Frankfurt auszustatten hat, weil was wir jedenfalls nicht wollen, dass es auf Rücken von Polizeibeamten ausgetragen wird, solche Auseinandersetzungen. Das wollen wir dezidiert nicht. Der Grüne
Abgeordnete im Römer, der Herr Seifert schreibt, Peter Beuth hat offenkundig jedes Maß verloren. So löst man keine Schwierigkeiten. In Wiesbaden klingt das dann immer ein bisschen anders, wenn man über Deeskalation reden, sagt der Kollege Frömmrich. Ja, Herr Innenminister, Ihr Job ist es, auch zu deeskalieren und nicht zu eskalieren. Und offensichtlich verfolgen Sie, wenn es dann eine Strategie bei Ihnen ist, Sie wollen sich als den Hardliner darstellen. Ja, augenscheinlich reden Sie gerne über Pyrotechnik, böse Fans und Funktionäre von Eintracht Frankfurt. Sie haben doch andere Baustellen und andere Probleme in Ihrem Ministerium. Jeden Tag kommt ein neuer Einzelfall, dass es möglicherweise um rechtsextreme Tendenzen bei der Polizei geht. Sie haben andere Aufgaben, Herr Innenminister, denen Sie sich auch mal mit der gleichen Werfe und Energie zu widmen haben. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen. Herr Kollege Rudolph, nur ein Hinweis, Sie sind schon in der Nachspielzeit. Bitte. Und deswegen, Herr Innenminister, Ihr Job ist es, zur Deeskalation beizutragen. Ja, es sind Fehler auf allen Seiten gemacht worden. Völlig klar. Völlig klar. Wir erwarten, dass der Innenminister das auch heute einmal zugibt. Und deswegen gibt es einen Antrag, den FDP, SPD und Linke eingebracht haben. Das wird auch ein Lackmustest, ob es in Sonntagsreden bleibt oder ob dieser Landtag ist, klare Entscheidungen zu treffen. Deeskalation ist angesagt. Herr Innenminister, Sie dürfen nicht weiter das Thema befeuern. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Rudolph. Das Wort hat der Abgeordnete Bauer, CDU-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! 5 Minuten sind kurz, deshalb die für die CDU-Fraktion wichtigsten Feststellungen vorneweg. Wir bedauern, dass Menschen im Rahmen des Fußballspiels der Eintracht gegen Donetsk Verletzungen davongetragen haben und wünschen allen Betroffenen vollständige Genesung. Zweitens. Natürlich freuen wir uns über den Erfolg der Frankfurter Eintracht, und wir wünschen uns auch zukünftig erfolgreichen Spitzenfußball am Main. Keine Frage. Drittens. Fußball fesselt, er entfacht Emotionen und Leidenschaft. Und wir wollen, dass Stadionbesuche für Fußballfans ein positives Erlebnis bleibt und dass diese Zusammenkünfte von mehreren 10.000 Menschen sicher sind. Und für uns sind Fußballfans nicht nur die, die auf den Stehplätzen jubeln und leiden, es sind auch Mütter und Väter mit Kindern, Rentner mit ihren Dauerkarten oder Familien mit Freunden. Sie alle sind Fans, und Sie alle haben ein Recht darauf, Stunden auf den Tribünen in Sicherheit zu genießen, meine Damen und Herren. Das ist unsere Überzeugung. Und viertens. Für die Gewährleistung und Durchsetzung von Sicherheit und Ordnung und für die Abwehr von Gefahren ist der Staat bzw. die Polizei zuständig. Wir dulden nirgendwo rechtsfreie Räume. Strafrecht und Recht gilt auch im Stadion. Das gilt überall, meine Damen und Herren. Und insofern war der Polizeieinsatz am vergangenen Donnerstag in der Frankfurter Commerzbank Arena auch notwendig. Aber wie bei jeder polizeilichen Maßnahme werden die zuständigen Behörden natürlich auch diesen Einsatz unter rechtsstaatlichen Gesichtspunkten nachbereiten. Und die gerichtliche Überprüfung der Abläufe steht in einem Rechtsstaat jedem jederzeit zur Verfügung. Und darüber hinaus ist vor allem auch das Gesprächsangebot des Frankfurter Polizeipräsidenten an die Verantwortlichen von Eintracht Frankfurt richtig und wichtig und wird hoffentlich auch entsprechend aufgegriffen werden. Meine Damen und Herren, was aber hier gerade passiert, ist keine sachbezogene, abgewogene, besorgte Diskussion, sondern eine Instrumentalisierung, der parteipolitischen Zwecken dient. Das ist so unsäglich wie wenig überraschend. Denn Herr Rudolph verwechselt ganz bewusst hier Ursache mit Wirkung. Hier geht es gerade nicht um Peter Beuth und sein Verhältnis um die Eintracht. Es geht um einen Polizeieinsatz vor dem Europa-League-Spiel, und es geht um polizeiliche Maßnahmen im Stadion am vergangenen Donnerstag. Und die Fakten lassen sich mit wenigen Worten ohne Schaum vom Mund darlegen. Der Präsident eines Bundesligavereins sagt, und ich zitiere jetzt vollständig und wörtlich, das Stadion muss brennen. Und wenn ich sage, das Stadion morgen brennt, dann brennt das morgen, und zwar so, dass ihr kaputt geht, weil ihr zu viel Licht habt. Und deshalb wird das Spiel vielleicht ein bisschen neblig für euch. Zitat Ende. Das, meine Damen und Herren, ist auch eine der Ursachen. Denn Gewalt beginnt bekanntlich auch mit Worten, meine Damen und Herren. Und wer die jüngere Geschichte der Eintracht kennt und die Problematik von Pyrotechnik im Stadion, der muss doch zustimmen, dass solche Äußerungen eines Präsidenten des betroffenen Vereins nicht irgendwie unglücklich sind, die wir nicht teilen, wie Sie das sagen. Nein, sie sind in keiner Weise akzeptabel, meine Damen und Herren. Das muss man hier aussagen. Und selbst wenn es anders gemeint war,
selbst wenn es anders gemeint war, von einem Präsidenten eines Vereins kann man schon erwarten, dass er sich der Tragweite dessen, wie und wann er etwas formuliert, durchaus bewusst ist, meine Damen und Herren. Vor dem Europa-League-Spiel beantragte die hessische Polizei aufgrund der sorgfältigen Analyse der Gefahrenabwehr und von Hinweisen szenekundiger Beamter einen Durchsuchungsbeschluss für den Fanbereich des Stadions. Sie durchsuchte anschließend die Bereiche, aber sie fand nichts. Das, meine Damen und Herren, ist doch keine Provokation. Das ist das Verhalten eines Rechtsstaats, meine Damen und Herren, und darüber diskutieren wir schon einmal gar nicht. So agiert ein Rechtsstaat. Und noch einmal. Weil hier eine Legende gestrickt wird, die Durchsuchungen sind auf Grundlage eines Durchsuchungsbeschlusses erfolgt, und zwar des Amtsgerichts Frankfurt. Darauf sind sie durchgeführt worden. Nicht Herr Beuth hat das angeordnet, sondern ein deutsches Gericht, meine Damen und Herren. Das sind die Fakten. Und als Reaktion auf die Durchsuchung wurde dann bei dem Spiel ein Plakat ausgerollt, dessen Inhalt den hessischen Innenminister wüst beleidigt. Und darauf entschied sich die Einsatzabteilung, das Plakat einzukassieren. Und wie die Polizei selbst mitteilt auf dem Twitter-Account, bereits 2 Stunden vor Spielbeginn, kurz nach Stadioneröffnung, wurde die entsprechende Person darauf hingewiesen, der Ordnungsdienst. Und die Rückmeldung aus dem Block kam, die Entfernung des Banners wird nicht ohne körperliche Gegenwehr gehen. Das war die Rückmeldung der Polizei. Es wurde offen mit Gewalt gegen Einsatzkräfte gedroht. Und dann wurde die Polizei zusammengezogen und ist agiert. Und ich wiederhole mich sehr gerne, wir dulden keine rechtsfreien Räume, auch nicht im Fußballstadion, meine Damen und Herren. Ich wollte Sie mal hier sehen, wenn ich hier ein Banner ausrollen würde, wo ich sagen würde, alle Sozis sind Verbrecher. Und wenn ich schreiben würde, na ja, ich habe gehört, meine Oma hat gesagt, alle Sozis sind Verbrecher, das gehört sich nicht, das ist unanständig, das ist rechtswidrig, meine Damen und Herren. Und wenn wir hier eine Choreografie machen würden bei Ihren Reden und würden noch Wunderkerzen winken, dann geht das auch nicht, weil das gefährlich ist. Das sind die Fakten, meine Damen und Herren. Ihre Zwischenrufe sind dümmlich, meine Damen und Herren. Herr Kollege Bauer, Sie müssen zum Schluss kommen. Eine kurze Nachspielzeit. In Frankfurt sitzen über 50.000 Menschen im Stadion. Sie sollen bei ihrer Freizeitgestaltung sportliche Leistung sehen und ein gemeinsames Erlebnis. Die überwiegende Mehrheit der Menschen braucht keine Pyrotechnik und Schmähplakate für einen gelungenen Fußballnachmittag. Und genau die wollen wir weiter schützen, meine Damen und Herren. Für die Begeisterung braucht man keine bengalischen Fackeln und auch keine Schmähplakate. Wir Christdemokraten, das ist mein letzter Satz, für uns gilt, Gewalt, Straftaten oder die Gefährdung von Menschen haben bei hessischen Sportveranstaltungen keinen Platz und werden von den Sicherheitsbehörden mit allen rechtsstaatlichen Mitteln verhindert und bekämpft. So ist es, und so soll es auch weiterhin bleiben, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Bauer. Meine Damen und Herren, bevor wir die Debatte weiterfahren, begrüße ich auf der Tribüne unseren langjährigen Kollegen und Freund Volker Hoff. Herzlich willkommen, Herr Volker. Das Wort hat der Kollege Herrmann, AfD-Fraktion. Herr Präsident, meine Damen und Herren Abgeordneten! Wenn ich sage, dass das Stadion brennt, dann brennt das morgen, und zwar so, dass ihr kaputt geht, weil ihr so viel Licht habt und das Spiel für euch etwas neblig wird. Mit dieser Aussage stimmte Peter Fischer, der Präsident von Eintracht Frankfurt, auf das Europa-League-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Schacht Donetsk ein. Oder müsste man nicht ehrlicherweise sagen, heizte er die Stimmung auf? Brennen, kaputt gehen, neblig werden. Das sind Vokabeln im Vorfeld eines mit viel Emotionen erwarteten Fußballspiels, die man durchaus als aggressiv bezeichnen kann. Und wenn man die Fangemeinde von Eintracht Frankfurt kennt, braucht man nicht viel Fantasie, um sich vorstellen zu können, wozu sich der ein oder andere dadurch aufgefordert fühlt. Und wenn man sich vor Augen führt, dass bei so einem Fußballspiel bis zu 50.000 Menschen sich auf engstem Raum im Stadion aufhalten, dann braucht es keiner weiteren Beschreibung und Erklärung mehr, um sich die dramatischen Bilder vorzustellen, die ein brennendes Stadion, verletzte Menschen oder, um die Vokabel des Herrn Fischer zu benutzen, kaputtgehende Menschen im nebligen Umfeld hervorrufen. Meine Damen und Herren, so ein Satz von einem Repräsentanten des Vereins, hier sogar von dem Präsidenten selbst geäußert, ist nicht mehr nur unverantwortlich zu nennen,
Das wäre eine unangebrachte Verharmlosung. Diese so konkrete Aussage von Peter Fischer kann man auch problemlos als Aufforderung zu Straftaten verstehen, zumindest aber missverstehen. Umso unverständlicher ist es, dass es hier Parteien gibt, die die sinnvolle und vorbeugende, die menschenschützende polizeilichen Maßnahmen kritisieren und zu den die Sicherheit wirklich gefährdenden Aussagen eines Peter Fischers schweigen oder noch schlimmer diese entschuldigen. Wie wir wissen, erfolgte die Durchsuchung auch aufgrund eines Durchsuchungsbeschlusses des Amtsgerichts Frankfurt. Das allein indiziert schon die mögliche strafrechtliche Relevanz. Dabei sollte man auch nicht vergessen, dass der Einsatz von Pyrotechnik, das Abbrennen von Bengalos, strafbar ist. Das vergessen so manche hier im Haus, habe ich das Gefühl. Und man kann tatsächlich auch darüber diskutieren, ob diese Aussage nicht auch zu einem gewaltsamen Aufeinandertreffen von Fangruppen im Frankfurter Stadtgebiet bereits am Nachmittag dieses Spiels beigetragen bzw. geführt hat. Hier wurde ein Fan aus Donetsk aus einer 15-köpfigen Personengruppe heraus verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. Vor diesem Hintergrund erwarte ich auch von der Staatsanwaltschaft Frankfurt die Aussagen von Herrn Fischer auf eine strafrechtliche Relevanz, insbesondere im Hinblick auf den Tatbestand der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten, zu prüfen. An dieser Stelle erlaube ich mir den Hinweis, dass die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufnehmen muss, wenn sie von dem Verdacht einer Straftat erfährt. Ich darf auch feststellen, die Staatsanwaltschaft hat spätestens heute von diesem Verdacht erfahren. Ich bin gespannt, ob die Staatsanwaltschaft Frankfurt genauso penibel eine strafrechtliche Würdigung durchführt, wie sie es in anderen Fällen auch schon getan hat. Noch ein Wort zum Polizeieinsatz. Die Polizei soll unsere Bürger schützen und dafür sorgen, dass wir alle ungefährdet Veranstaltungen besuchen können. Und das hat die Polizei in diesem Fall getan, und dafür ist ihr zu danken. Das Interesse an einer entsprechenden Choreografie durch die Eintracht muss gegenüber dem berechtigten Sicherheitsbedürfnis der Veranstaltungsteilnehmer zurückstehen. Insbesondere vor dem Hintergrund der durchaus als Aufforderung zu Straftaten zu verstehenden Aussagen eines Herrn Fischers. In diesem Zusammenhang möchte ich noch darauf hinweisen, dass die Polizei richterliche Anordnungen durchzuführen hat. Hier hat die Polizei keinen Handlungsspielraum. Dass es bei solchen Einsätzen auch zu Handgreiflichkeiten und Widerstandsleistungen kommen kann, ist leider nichts Ungewöhnliches und macht es erforderlich, dass die Polizei mit unmittelbarem Zwang handeln muss, was auch zu Verletzungen führen kann. Der Frankfurter Polizeipräsident Gerhard Bereswil teilte in diesem Zusammenhang gegenüber der Presse mit, dass er in dem bei YouTube hochgeladenen Video kein Fehlverhalten der Polizisten erkennen kann. Im Hessischen Rundfunk sagte er, das Banner, das zu dem Vorfall führte, sei zu diesem Zeitpunkt bereits sichergestellt gewesen. Und eine Person habe versucht, und da hören Sie mal bitte zu, in die Reihen der Polizisten einzudringen und das Banner wegzureißen. Dies wurde, Kollege Herrmann, Sie müssen zum Schluss kommen, den Polizeibeamten durch ein Zurückstoßen abgewehrt. Meine Damen und Herren, an den Aussagen des Polizeipräsidenten gibt es für mich keinen Grund zu zweifeln. Ich habe deshalb keinen Zweifel, dass die Polizei richtig, angemessen und zielführend gehandelt hat. Und auch wenn ich mich bisher nicht den Aussagen des Innenministers anschließen konnte, der Aussage eines muss aber unmissverständlich klar sein. Die hessische Polizei lässt sich weder von Fußballvereinen noch von vermeintlichen Fans diktieren, wie sie die Sicherheit der... Herr Kollege, Sie müssen zum Schluss kommen. Dem kann ich mich vollumfänglich anschließen. Gestatten Sie mir noch einen Satz. Allerdings möchte ich dies... Herr Kollege, machen Sie einen letzten Satz bitte, und dann sind wir einig. Die Polizei darf sich aber auch nicht von Parteien und ihren Repräsentanten instrumentalisieren lassen. Und das gilt natürlich auch für andere Behörden wie den Verfassungsschutz. Herr Innenminister, ich hoffe doch sehr. Herr Kollege, ich will Ihnen nicht das. Herr Kollege, Moment mal, ich habe das. Bedenklich, danke. Auch gut, ja. Meine Damen und Herren, ich will nur darauf hinweisen, auch die beiden Vorredner hatten etwas an der Zeit überzogen, damit wir da wieder klar sind.
es haben alle mit der Zeit, mit meiner Genehmigung, mit der Zeit etwas überzogen. Deshalb seid wieder beruhigt. So, das Wort hat jetzt die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Bis heute hat Innenminister Beuth kein Wort des Bedauerns und der Entschuldigung gefunden wegen des gewaltsamen und überzogenen Polizeieinsatzes im Waldstadion. Und das halten wir für beschämend. Was ist passiert? Kurz vor Beginn des Europa-League-Spiels durchsuchte die Polizei mit Sprengstoffspürhunden die Fankurve und Vereinsräume. Gefunden wurde nichts, weder Pyros noch Waffen. Und alles angeblich wegen eines Interviews von Eintracht-Präsident Peter Fischer, in dem er sagte, das Stadion werde brennen. Das behauptete zumindest der Innenminister. Das Gericht dementierte das nämlich. Die Durchsuchungen waren nicht durch die Aussagen Fischers begründet gewesen, sondern durch Hinweise von szenekundigen Polizeibeamten. Wie falsch die Polizei mit ihrer Lageeinschätzung lag, zeigt ja das Resultat. Die Eintracht-Verantwortlichen haben ja noch im Vorfeld versucht, der Polizei deutlich zu machen, dass die Fans keinen Einsatz von Pyros geplant hatten, weil sonst ein Geisterspiel gedroht hätte. Aber statt zu deeskalieren, beschlagnahmt die Polizei dann auch noch unter Einsatz von Schlagstöcken ein den Innenminister beleidigendes Banner. Und, meine Damen und Herren, eine solche Maßnahme wegen eines einzelnen Banners widerspricht jeder Deeskalationsstrategie und ist vollkommen unverhältnismäßig. Natürlich müssen Straftaten auch im Fußballstadion verfolgt werden. Aber ganz ehrlich, wenn man anfangen will, jede Beleidigung, die im Stadion während eines Spiels geäußert wird, zu ahnden, ich glaube, dann käme man zu nichts anderem mehr. Das Ergebnis dieses vollkommen unverhältnismäßigen Einsatzes: mindestens zwei Fans erlitten schwere Verletzungen. Einer liegt mit gebrochenem Lendenwirbel noch immer im Krankenhaus. Und das nennen Sie dann auch noch angemessen, Herr Beuth, obwohl die Staatsanwaltschaft mittlerweile wegen Körperverletzungen im Amt ermittelt gegen Polizeibeamte. Und da stellen Sie sich noch am nächsten Tag hin und vor die Presse und erklären, der Einsatz sei notwendig und angemessen gewesen. Dann greifen Sie die Fans und Eintracht-Präsident Fischer auch noch an, statt sich zu entschuldigen. Das sollten Sie endlich tun für diese schweren Verletzungen, Herr Minister. Und wenn man die Videos vom Polizeieinsatz anschaut, dann sieht man, von wem die Gewalt ausging und dass die Sicherheit, die Sie angeblich schützen wollten, an diesem Tag nicht durch die Fußballfans bedroht wurde. Und wie der Frankfurter Polizeipräsident zu einer anderen Einschätzung kommt als fast alle Medienberichte, das ist einfach nicht nachvollziehbar. Eintracht Frankfurt spricht zu Recht von einem Eklat und hat rechtliche Schritte eingeleitet. Und das ist ja nicht neu. Innenminister Beuth führt schon lange einen Kleinkrieg gegen die Eintracht und ihre Fans. Sie wollen sich als Hardliner profilieren, als Law-and-Order-Mann mit überharten Polizeieinsätzen und mit so absurden Vorschlägen wie Haftstrafen für das Abbrennen von Pyrotechnik. Da sollte man einmal einen Blick auf die Zahlen werfen. Laut des Berichts der Zentralen Informationsstelle Sporteinsätze wurden in der abgelaufenen Bundesliga-Saison insgesamt 662 Personen im Fußballstadion verletzt, davon lediglich 10 durch Pyrotechnik, so gut wie nie unbeteiligte Zuschauer. 10 von über 12 Millionen Stadionbesuchern. 54 dagegen, nämlich fünfmal so viel, wurden übrigens durch polizeiliche Reizstoffe wie Pfefferspray und Ähnliches verletzt. Statt Gefängnisstrafen für das Abbrennen von Pyros zu fordern, Fußballfans zu kriminalisieren und die Stimmung zu vergiften, sollte dieser Innenminister lieber endlich einmal den Kampf gegen Rechts intensivieren, gerade auch innerhalb der hessischen Polizei, meine Damen und Herren. Täglich neue Einzelfälle und Verdachtsfälle. Ganz aktuell die Beflaggung in Schlüchtern werden unter den Teppich gekehrt, das Parlament nicht informiert, gelangen nur tröpfchenweise an die Öffentlichkeit. Hier sollten Sie endlich einmal Engagement und Aktivismus entwickeln, statt gegen Fußballfans, Herr Beuth. Und zur Erinnerung, als wir vor einem Jahr hier im Landtag über die wichtigen Aussagen von Peter Fischer gegen die AfD diskutiert haben, gab es nur einen Redner, der sich nicht positiv auf Peter Fischer bezogen hat. Und das war der hessische Innenminister Peter Beuth. Kein Wort der Unterstützung, als die Eintracht von rechts angegriffen und beleidigt wurde. Wir bleiben dabei. Sie sind und bleiben eine Fehlbesetzung in diesem Amt, Herr Beuth. Hessen
Hessen hat einen Sportminister, der Fußballfans kriminalisiert, sich im Frankfurter Waldstadion nicht mehr blicken lassen kann und sich bundesweit zum Gespött macht. In vielen Stadien des Landes wurden Anti-Boy-Banner entrollt am letzten Wochenende, übrigens ohne, dass sie mit Hilfe von Schlagstöcken entfernt wurden. Und ich finde, das könnten sich auch die Dauerkartenbesitzer und Logenplatzbesucher von CDU und Grünen mal durch die schwarz-grünen Köpfe gehen lassen, ob man so einen Sportminister, ob der wirklich noch tragbar ist, meine Damen und Herren. Es gibt viele gute Gründe, Fans der Frankfurter Eintracht zu sein. Und gerade das Engagement gegen rechts hat einige weitere Gründe geliefert. Im Kampf gegen rechts ist Peter Fischer deutlich konsequenter als Peter Beuth. Auch das will ich an der Stelle noch einmal sagen. Und deshalb, Frau Kollegin, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss. Sie haben großen Schaden angerichtet gegenüber dem Verein, gegenüber den Fans und gegenüber dem Ansehen der Polizei, das Ihnen sonst immer so wichtig ist. In der Stellungnahme des Nordwestkurvenrates heißt es, und mein letzter Satz, es sind zu viele Skandale, die er zu verantworten hat. Alles andere als der sofortige Rücktritt des inkompetentesten hessischen Innenministers aller Zeiten ist nicht akzeptabel. Dem können wir uns nur anschließen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat die Frau Abg. Goldbach, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Meine Damen und Herren, das Wort hat die Frau Kollegin Goldbach. Beruhigen Sie sich wieder. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Wir leben zum Glück in einem Rechtsstaat. Und damit meine ich ausdrücklich den liberalen Rechtsstaatbegriff, der den Einzelnen vor staatlicher Willkür schützt und den Staat zur Garantie individueller Freiheitsrechte verpflichtet. Der Rechtsstaat lebt vom grundsätzlichen Vertrauen der Bevölkerung in die staatlichen Institutionen. Aber Vertrauen ist auch immer ein Vorschuss in allen Lebensbereichen. Und deshalb müssen sich die Entscheidungen der rechtsstaatlichen Institutionen wie Polizei oder Gerichte auch immer einer Überprüfung stellen. Und ich möchte Sie jetzt bitten, sich unter diesem Aspekt den Polizeieinsatz im Waldstadion noch einmal neu zu betrachten. Die Frankfurter Polizei hatte die Aufgabe, vor Beginn des Spiels eine Einschätzung der Gefährdungslage vorzunehmen. Die Polizei sah eine Gefahr. Und deshalb beantragte sie die Genehmigung des Fanblocks. Soweit wir wissen, wurden keine Gegenstände gefunden, die eine Gefährdung dargestellt hätten. Und jetzt, verehrte Kolleginnen und Kollegen, bitte ich Sie, sich einmal vorzustellen, wie es umgekehrt gewesen wäre. Lassen Sie sich bitte einmal auf den folgenden Gedanken ein, weil es mir sehr wichtig erscheint, dass wir uns alle die schwierige Arbeit der Polizeibeamtinnen und Beamten vor Augen führen. Wenn die Einschätzung der Polizei gewesen wäre, wir haben zwar Hinweise auf eine mögliche Gefährdungslage, entscheiden uns aber gegen ein Eingreifen und wenn folgerichtig kein Polizeieinsatz stattgefunden hätte. Und wenn es dann beim Spiel zu einer gefährlichen Situation gekommen wäre, wenn Menschen im Stadion verletzt worden wären, wie wäre dann die öffentliche Reaktion gewesen? Nun, es liegt nahe, dass es eine heftige Kritik an der Polizei gegeben hätte. Der schwere Vorwurf hätte im Raum gelegen, die Gefährdungslage falsch eingeschätzt und die Sicherheit im Stadion nicht gewährleistet zu haben. Hinterher eine Entscheidung der Polizei zu bewerten, ist immer einfach, sehr einfach. Aber in der Situation, die Entscheidung zu treffen, ist schwer, das ist sehr schwer. Und ich glaube, niemand von uns hier wäre dann gerne anstelle der Polizei. Ich finde es ausdrücklich richtig, dass der Frankfurter Polizeipräsident angekündigt hat, den Einsatz in der vergangenen Woche sowie jeden Großeinsatz der Polizei auszuwerten
um richtiges Handeln ebenso zu erkennen wie Fehler. Das leistet einen wesentlichen Beitrag zur Versachlichung dieser Debatte. Und es zeigt einmal mehr, die Polizei verdient und braucht im Rechtsstaat unser grundsätzliches Vertrauen. Und sie muss sich im Rechtsstaat immer wieder Fragen und Kritik stellen. Neben der Ebene der rechtsstaatlichen Fragen gibt es aber immer noch die Ebene der Kommunikation, zum Glück. Und hier hat sich seit Dienstag, als wir das letzte Mal über dieses Thema sprachen, einiges getan. Wir wissen jetzt, dass der Vorstand der Eintracht, Axel Hellmann, das vom Frankfurter Polizeipräsidenten Gerhard Berswil gemachte Gesprächsangebot annehmen will. Und schauen Sie einmal auf Twitter. Die Frankfurter Polizei hat gestern reagiert und geschrieben, ich zitiere, wir wollen immer so offen und schnell wie möglich sein. Das Sammeln von Infos für eine angemessene Reaktion, sie meint darauf auf die Twitter der Fans, Tweets der Fans, braucht Zeit und wirkte gegebenenfalls wie Mauern oder Ausweichen. Das tut uns leid und war nie unsere Absicht. Uns haben eure Fragen und die Kritik nicht losgelassen. Daher. Und dann beantwortet die Polizei viele der Fragen, die die Fans an dem Tag, an dem Abend des Spiels gestellt haben. Und ich finde, das sind gute Signale von beiden Seiten. Ich bin zuversichtlich, dass in Zukunft die Spiele der Eintracht in einer kooperativen und engen Abstimmung zwischen den Polizeibehörden, der Eintracht und dem Fanclub gemeinsam gut vorbereitet werden. Am Ende haben doch alle Besucherinnen und Besucher der Eintracht das gleiche Ziel. Sie wollen ein gutes, ein faires Match sehen. Und die eigene Mannschaft soll auch noch ein paar Punkte nach Hause holen. Ich will es einmal mit den Worten von Lukas Podolski zusammenfassen. Es müssen jetzt die Köpfe hochgekrempelt werden und die Ärmel auch. Vielen Dank, Frau Kollegin Goldbach. Das Wort hat der Abg. Müller, FDP-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich glaube, es ist sehr gut, dass jetzt ein Gespräch stattfinden wird zwischen dem Frankfurter Polizeipräsidenten und Herrn Hellmann von Eintracht Frankfurt. Aber ich glaube, auch das, was eben Frau Goldbach ausgeführt hat, ist nicht der Grund für die Eskalation bei dem ganzen Thema. Der Vorfall am Donnerstag ist nicht die Frage. Rechtsstaatlichkeit brauchen wir in diesem Land. Die Fernkurve ist auch keine rechtsfreie Zone. Da bin ich übrigens auch beim Innenminister. Aber wie ist es denn zu der Eskalation gekommen? Das Banner ist doch nicht aus dem Himmel gekommen. Seit Monaten ist der Innenminister dabei, sich zu profilieren. Versucht es in der eigenen Partei, sich als harter Hund hinzustellen, ein Jahr Strafe für Abbrennen von Pyro, meine Damen und Herren. Und das ist auch gelungen. Er hat es geschafft, mittlerweile in zahlreichen Stadien in Deutschland entsprechend plakativ präsent zu sein. Und das ist die Frage, wie das auf Hessen zurückfällt, was für ein Ansehen das für Hessen bringt. Und was für mich das Ärgerlichste an der Sache, ist, dass das Ganze zulasten der Eintracht-Fans geht, die gerne eine Party feiern würden, wenn ihre Mannschaft im Europapokal gegen Donetsk gewinnt und weiterkommt, und vor allen Dingen zulasten der Polizei, die entsprechende Einsätze fahren muss, wie am letzten Donnerstag, und danach in der Kritik steht, meine Damen und Herren. Ich glaube, wenn man dann sieht, dass der gleiche Innenminister für tätliche Angriffe auf Polizeibeamte eine Strafschärfung fordert und ein halbes Jahr Haftstrafe fordert, aber wenn jemand ein Pyro in der Fankurve anzündet, dann soll es ein Jahr sein und ein Verbrechenstatbestand. Was ist das denn für ein Maßstab im Umgang mit der Polizei? Tätliche Angriffe auf die Polizei sind halb so wichtig wie ein Abbrennen vom Pyro. Ich sage das deswegen, weil man da erkennt, dass es um eine Profilierung geht. Und das kann man auch machen, aber man muss eine gewisse Sensibilität an den Tag legen. Ich verbiete niemandem, um Himmels Willen, seine politischen Vorstellungen kundzutun.
Aber es gibt eine gewisse Verantwortung im Umgang, wie ich mit einem Fan, mit einem Verein umgehe. Und das ist, sage ich mal, die Herausforderung, die hier leider nicht gelungen ist. Und deswegen erwarte ich und erwarten wir, dass sich neben dem Polizeipräsidenten in Frankfurt, Herrn Beresfeld, auch der Innenminister aktiv an der Deeskalation beteiligt. Dazu hat er auch gleich die Gelegenheit, das zu tun, weil es hier tatsächlich nicht darum geht, und das ist jetzt die Folge, dass in Frankfurt die Polizei dabei ist, diese Eskalation auszubaden und zu versuchen, zu deeskalieren. Das machen Sie sehr gut, und es ist auch der richtige Weg. Und ich hoffe auch, dass die Eintracht sich intensiv darauf einlässt. Der letzte Donnerstag soll rechtsstaatlich aufgearbeitet werden. Wenn die Eintracht entsprechende Verfahren in die Wege leitet, um das zu überprüfen, ist das völlig in Ordnung. Das begrüßen wir, weil dann ist geklärt, was ging und was nicht ging. Aber es ist Aufgabe, jetzt insgesamt zu einer Deeskalation zu kommen, weil wir diese Spirale, wenn sie weitergeht, nicht brauchen können, weder in Hessen noch in anderen Stadien. Wir müssen uns mit Themen wie Gefährdung im Stadion beschäftigen. Es will keiner, dass eine Familie sich nicht mehr traut, ins Stadion zu gehen. Da sind wir uns völlig einig, ich glaube auch quer hier in diesem Plenum. Aber es ist Aufgabe, das mit Augenmaß zu machen und dafür zu sorgen, dass es nicht eskaliert. Und jetzt ist es eskaliert, und jetzt geht es darum, das wieder entsprechend zurückzufahren. Aber, meine Damen und Herren, ich will noch einmal zu dem kommen, was auch die GRÜNEN vorgestern bei der Regierungserklärung gesagt haben. Abrüstung in der Sprache bei allen. Es ist Zeit, den Dialog zu suchen. Das war auch deutlich an den Innenminister gerichtet. Wir haben heute einen Antrag eingebracht, in dem wir genau diese aktive Deeskalation einfordern. Und wir hoffen, dass die GRÜNEN ihren großen Worten diesmal auch Taten folgen lassen werden und diesem Antrag zustimmen werden. Wenn ich sehe, wie sich auch die GRÜNEN, auch Bundestagsabgeordnete in Frankfurt positionieren, meine Damen und Herren, dann glaube ich, ist es hier angezeigt, mal zu gucken, ob das nicht vor Ort nur politische Arbeit ist oder ob das auch wirklich Überzeugung ist und man das Ganze dann auch umsetzt. Und deswegen geben wir Ihnen die Gelegenheit, heute in namentlicher Abstimmung auch hier diese Positionierung kundzutun. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Kollege Müller. Sie haben namentliche Abstimmung beantragt. Ja, sehr gut, ganz ruhig beantragt. Das haben wir hier festgehalten. Jetzt spricht der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Die Beliebigkeit in der Argumentation ist schon ein bisschen abenteuerlich, wenn ich das sagen darf. Am Dienstag bei den herausragend guten Zahlen der polizeilichen Kriminalstatistik hatte der Innenminister mit nichts etwas zu tun. Heute ist er in dieser Debatte förmlich der einsatzleitende Beamte gewesen, meine Damen und Herren. Aber das müssen Sie erklären, meine Damen und Herren. Das muss ich nicht erklären. Zunächst einmal möchte ich Folgendes klarstellen. Ich habe den Einsatz im Frankfurter Stadion weder angeordnet, noch wusste ich überhaupt davon, meine Damen und Herren. Es gab vielmehr eine polizeiliche Lageeinschätzung, auf deren Grundlage die Polizei gehandelt hat. Für mich steht es außer Frage, dass eine der wichtigsten Aufgaben des Staates ist, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger überall bestmöglich zu gewährleisten. 50.000 Menschen in einem Stadion sind für Veranstalter und für die Polizei immer eine große Herausforderung. Selbst wenn es im Vorfeld einer Partie keinerlei Konflikte gibt, ein volles Stadion ist für alle, die Verantwortung für die Sicherheit tragen, eine anspruchsvolle Situation. Das möchte ich Ihnen bei dieser Gelegenheit einmal auf den Weg geben. Um die Besucher effektiv schützen zu können, führt die hessische Polizei seit Jahren einen intensiven Dialog mit den Verbänden, den Vereinen und den Fanvertretern. Ich selbst lade, meine Damen und Herren, einmal im Jahr zum Fandialog ein. Allen Beteiligten ist dabei klar, wer für was steht. Und, lieber Kollege Müller, Sie waren sogar selbst da im Januar, als wir diesen Dialog geführt haben. Und deswegen kann ich Ihre Einlassung hier überhaupt nicht nachvollziehen. Unsere szenekundigen Beamten stehen im dauerhaften Austausch mit Fans und Vereinen. Sie versuchen, Konflikte so früh wie möglich zu erkennen und zu entschärfen. Niemand, meine Damen und Herren, weder die hessische Polizei noch ich, ist an einer Eskalation im Stadion oder im Umgang miteinander interessiert.
Wenn aber Problemfans die Schlägereien in unseren Innenstädten liefern oder verbotene 1000 Grad heiße Pyrotechnik im Stadion abgefackelt wird, dann muss die Polizei aus ihrem gesetzlichen Auftrag heraus handeln, meine Damen und Herren. Aber selbst dann prüfen, und das ist hier völlig korrekt dargestellt worden, selbst dann prüfen die Kolleginnen und Kollegen in jedem Einzelfall, ob konkrete polizeiliche Maßnahmen in einer solchen Situation verhältnismäßig sind. Das ist ihre Aufgabe. Die Ereignisse der vergangenen Woche werden von der Polizei gemeinsam mit Vertretern von Eintracht Frankfurt aufgearbeitet werden. Ich will Ihnen zurufen, das Gespräch zwischen Herrn Bereswyl und Eintracht Frankfurt ist für Ende nächster Woche bereits vereinbart. Das ist gut, und das ist richtig so, meine Damen und Herren. Doch dabei darf niemand verkennen, welche Aufgaben die hessische Polizei auch bei Fußballeinsätzen hat, die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Deshalb wird die hessische Polizei weiterhin auf die Vereine, und damit meine ich explizit alle, und nicht nur Eintracht Frankfurt einwirken, dass Personen, die ein Sicherheitsrisiko für diese Veranstaltung und die Zuschauer bedeuten, den Stadien fernbleiben müssen. Zur Deeskalation, meine Damen und Herren, erwarte ich dabei übrigens maximale Kooperation von allen Seiten, von Polizei und Sicherheitsbehörden auf der einen Seite, von Vereinen, Fanorganisationen und Vereinsführungen auf der anderen Seite, gegen all jene, die die Friedlichkeit eines Sportfestes stören, meine Damen und Herren. Sei es ein Straßenfest, ein Konzert oder eben ein Fußballspiel. Ich fordere als Innenminister von jedem Bürger, dass er auf Gewalt verzichtet, dass er seine Mitmenschen nicht unnötig gefährdet. Wer so etwas macht, kann sich nicht auf eine vermeintliche Kultur, tolle Stimmung oder berauschende Atmosphäre berufen. Gesetze regeln unser Zusammenleben und müssen eingehalten werden, übrigens auch, um die Gefahren für die Menschen zu begrenzen. Dafür gibt es diese Gesetze, meine Damen und Herren. Das ist eine Minimalforderung, der sich niemand, der ein Mindestmaß an Empathie für das Sicherheitsbedürfnis seiner Mitmenschen aufbringt, verschließen kann. Ich erwarte von jedem, dass die Prinzipien unseres Rechtsstaates respektiert werden. Eine Fankurve ist kein rechtsfreier Raum. Dort gilt nicht das Recht des Stärkeren oder des Lautesten. Wer sich darauf nicht einlassen kann, schadet meiner Ansicht nach dem Fußball. Er schadet darüber hinaus aber eben auch dem Rechtsstaat, meine Damen und Herren. Herr Minister, Sie denken an die Redezeit der Fraktion. Ich komme zum Schluss, letzter Satz. Auf die Regeln des Rechtsstaates hinzuweisen und deren Einhaltung einzufordern, kann in einer Demokratie niemals eskalierend sein. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Wir sind am Ende der Debatte. Es ist namentliche Abstimmung beantragt worden über den Dringlichen Antrag der Fraktionen der SPD, FDP und der LINKE, 20-260. Wir beginnen mit dem Aufruf der Namen. Und noch einmal die Bitte, äußern Sie sich klar und deutlich, sonst nehmen wir es nicht an. So, wer fängt an? Der Kollege Utter fängt an. Auf. Ulrike Alex. Tarek Al-Wazir. Katrin Anders. Lena Arnold. Sabine Bächle-Scholz. Dirk Bamberger. Jürgen Banzer. Dr. Ralf Norbert Bartelt. Elke Barth. Alexander Bauer. Frank Thilo Becher. Holger Bellino. Peter Beuth. Markus Bocklet. Michael Boddenberg. Christiane Böhm. Karl-Hermann Bolldorf. Volker Bouffier. Nicht da. Silvia Brünel. Dr. Matthias Büge. Thailand Burcu.
Ines Klaus? Nein. Miriam Dahlke? Nein. Wolfgang Decker? Ja. Christoph Degen? Ja. Frank Diefenbach? Nein. Angela Dorn? Nein. Tobias Eckert? Nina Eisenhardt, Arno Enners, Nancy Faeser, fehlt, Martina Feldmeier, Thorsten Felstehausen, Carina Fissmann, Hildegard Förster-Heldmann, Jürgen Frömmrich, Sandra Funken, nein. Klaus Gagel, fehlt, ja. Dirk Gaw, Kerstin Geis, ja. Lisa Gnadl, ja. Eva Goldbach, nein. Dr. Frank Grobe, Vanessa Kronemann, Stefan Krüger, ja. Gernot Grumbach, ja. Dr. Jörg-Uwe Hahn, Karin Hartmann, Erich Heidkamp, Christian Heinz, Birgit Heitland, Thomas Hering, Klaus Herrmann, Priska Hinz, Heike Hoffmann, ja. Markus Hoffmann, nein. Andreas Hofmeister, nein. Hartmut Honka, nein. Knut John, ja. Jan Kaffenberger, ja. Rolf Kahnt, fehlt, ja. Norbert Kartmann, nein. Heiko Kasseckert, Frank-Peter Kaufmann, nein. Kaya Kinkel, nein. Kai Klose, nein. Wiebke Knell, ja. Elisabeth Kula, ja. Gerald Kummer, ja. Robert Lambrou, Enthaltung. Jürgen Lenders, ja. Thorsten Leveringhaus, Andreas Lichert, Angelika Löber, Frank Lorz, Prof. Dr. Alexander Lorz, Heinz Lotz, Felix Martin, Daniel May, Markus Meissner, Hans-Jürgen Müller, Witzenhausen, Michael Müller, Lahn-Dill, Karin Müller, Kassel, Regine Müller, Schwalmstadt, Stefan Müller, Heidenroth, Petra Müller, Klepper, Dr. Stefan Naas, Claudia Papst-Dippel, Manfred Penz, nein. Moritz Bromny, ja. Janki Pürsün, ja. Lucia Puttrich, ja. Dr. Dr. Rainer Rahn, entschuldigt. Claudia Ravensburg, nein. Michael Reul, nein. Boris Rhein, nein. Richter Volker Richter, Enthaltung. René Rock, ach so. Günther Rudolph, ja. Michael Ruhl, nein. Max Schad, nein. Dr. Thomas Schäfer, Thorsten Schäfer-Gümbel, ja. Jan Schalauske, ja. Marion Schardt-Sauer,
Lukas Schauder. Nein. Hermann Schaus. Ja. Gerhard Schenk. Heidemarie Scheuch-Paschkewitz. Ja. Karin Schlembecker fehlt. Mirjam Schmidt. Nein. Heiko Scholz. Enthaltung. Dimitri Schulz. Armin Schwarz. Armin Schwarz. Uwe Serke. Dr. Daniela Sommer. Sadet Sömmetz. Frank Steinrath. Oliver Stierböck. Manuela Strube. Ismail Tippi. Nein. Oliver Ulot. Ja. Tobias Utter. Nein. Joachim Feilmann. Nein. Bernd Erich Vohl. Nein. Matthias Wagner. Nein. Astrid Wallmann fehlt. Alexandra Walter. Ruhig sein. Das war Nein, ne? Ja. Kati Walter. Thorsten Warnecke. Sabine Waschke. Marius Weiß. Dr. Ulrich Wilken. Axel Wintermeyer. Walter Wissenbach, Janine Wissler, Turgut Yüksel. So, jetzt guckst du nochmal nach Jakob Hahn. So, der Hahn, genau, ja, den hatten wir, der hat gepaart den Schäfer, gell? So, ja, der Kollege Hahn paart, ist klar, das haben wir hier festgehalten. So, darf ich fragen, ob jeder seine Stimme abgegeben hat oder auch nicht? Bitte sehr, da gibt es noch jemanden, der kommt nach. Bitte. Drücke mal drauf. Meine Damen und Herren, es ist doch schon öfter mal vorgekommen, dass ein Kollege etwas später kommt, ist von allen Fraktionen. Leute, beruhigt euch doch ein bisschen. Enthaltung. Schenk. Gerhard Schenk. Kollege Schenk, Enthaltung. Noch jemand dazu? Bitte sehr. Warte mal, Lena, draufdrücke. Gaff, ebenfalls Enthaltung. Nicht mehr geregelt. Kollege Dirk Gaff, Enthaltung. Nun? Noch jemand? Nicht der Fall. Dann schließen wir und kommen zur Auszählung. Bitte sehr.
Meine Damen und Herren, ich gebe Ihnen das Ergebnis bekannt. 123 Kollegen haben sich beteiligt. Mit Ja stimmten 46, mit Nein stimmten 66. Enthalten haben sich 11. Damit ist der Antrag in namentlicher Abstimmung abgelehnt. So, dann ist der Punkt erledigt, und wir können uns danach wieder den sportlichen Dingen widmen. All unseren hessischen Vereinen wünschen wir sportlich alles Gute für die Zukunft, von der Eintracht über die Darmstädter Kickers, allen anderen bis hin zu den Bayern. Also, dann wollen wir diesen Punkt abschließen, meine Damen und Herren.